mehr Street Chips auf dem Free Coaster Bike. Ja. Alter! Sehen auf Lukas Knopf TV. Best Sender in the world. Told myself to push and never stop. I've been stressed out, watching both these hands around the clock. With my eyes wide, trying to get the panorama shot. Whole world getting blurry, too many answers getting lost. So I watch my back and keep it moving to the front. Also wir sind zurück dort, wo wir beim letzten Mal aufgehört haben. Ich habe euch ja gesagt, dass wir das blaue Dirtjump-Bike noch mit haben hier an dem Pumptrack und an dem kleinen Skatepark. Ich fahre mich immer mehr ein auf dem Coaster, aber ich habe es euch schon in einem Video zuvor erzählt, ist nicht ganz einfach, gerade wenn es relativ eng ist, wie bei uns in der Halle. Hier gibt es auf jeden Fall zwei, drei Möglichkeiten, die wir machen können. Und dann hatten wir vor, noch zwei, drei Street Chips damit zu machen. Und dann später im Video wollte ich auch mit dem Downhill-Bike noch ein paar Freecoaster-Sachen machen, was ihr jetzt wahrscheinlich schon im kleinen Intro vorab gesehen habt. Wir haben jetzt hier eine Bank, gar nichts Geisteskrankes, aber einfach so ein bisschen einfahren, auch für mich. 180 drauf, Halfcap dann wieder rein, aber halt ohne mittreten zu müssen, sondern halt coastern, zack, dass man einfach ein klein wenig reinkommt und damit fangen wir jetzt mal an. Ich spring drauf und roll einfach mal Fegi hier runter und guck mal, wie weit ich komme. Lass mal weiterlaufen. Ja. Oh, oh Alter. Das ist manchmal auch echt scary. 180 raus, hier zur Seite. Und dann Fegi landen, Coaster ein Stück und spring raus. Okay. Wow. Ich fahre hier hoch auf die Plattform, dann hier 180 runter und dann raus coastern. Kann sein, ich mache vielleicht erstmal einen Check vom Schwung her, ob es reicht. Ja, wird schon, denke ich. Vorsicht! Alter! Ich habe jetzt mit Absicht die ganzen Sachen gleich gesagt, das machen wir im Video, weil es echt nicht einfach und ich muss mich auch echt da eingewöhnen. Ja, aber je öfter man es macht, desto besser wird es. Ich muss aber trotzdem sagen, beim Dirtjump fahren zum Beispiel kann ich es mir null vorstellen, weil man ist so schnell immer mal im Coaster-Modus und nicht. Und wenn man sich jetzt mal vorstellt, man macht zwischen zwei Sprüngen, will man noch mal so einen Kick geben und man ist aber im Coaster, dann tritt man so voll ins Leere. Und das habe ich, glaube ich, schon mal in einem Video gesagt. Es gab mal einen Crankworks-Lauf von Reader, da hat er begonnen mit einem Half-Cap-Barspin. Und dann unten hat er gemacht einen Cork 7 und dann wollte der einen Flip-Double-Whip machen und hat unten, tschack, voll ins Leere getreten, weil er scheinbar halt auch im Coaster-Modus war. Und dann hat sie ihn da aus dieser Rampe so richtig beschissen rausgehauen und er ist an die Rückseite von der Landung geflogen. Also für so Chip-Sachen ist es ganz geil, aber ich könnte es mir niemals vorstellen, auf einem großen Slopestyle-Kurs zu fahren. Aber so für Street-Sachen, lustig. Ja. Ja! Ich habe echt ein paar Anläufe gebraucht. Das ist auch immer so. Man geht kurz davor schon in den Coaster und dann kann man ja nicht mehr reintreten und dann merkt man, ah, ich bin vielleicht doch ein Ticken zu langsam. Dann einmal war ich zu schnell, jetzt ging's. Ah, ich habe da drüben noch eine Mission, dann war's das hier eigentlich schon fast und dann gehen wir woanders hin. Stopp! Ja! Oh. Schade, ich zeig's euch. Musst du da hinten durch die Wiese und Schlamm anfahren und da hast du dann natürlich keinen Grip mehr. Schade, aber gut. Ich habe gedacht, ich brauche mehr Versuche, weil man hat halt nach hinten keine Augen. So richtig. Okay, wir gehen woanders hin. Und zwar, wo wir ein bisschen mehr Platz haben, glaube ich. Auf irgendeinem Parkplatz oder was wir so finden. Und dann filmen wir noch ein paar mehr Street Chips auf dem Freecoaster Bike. Ist geil. Früher habe ich
immer die Laufräder umgesteckt in einem Fahrrad. Und jetzt haben wir ein Bike, was Free Coaster ready ist und eins, was mit normaler Narbe ist. Hat nur Vorteile. Gut, gehen wir anders hin. Sind jetzt an einem anderen Spot, eigentlich nur 500 Meter Luftlinie. Haben jetzt hier so einen Schotterweg. Einfahrt zu einem Parkplatz, hier ist nichts los. Haben wir schön Platz und Zeit. Versuche jetzt mal relativ lang Faggy zu fahren im Coaster. Mach einen Durchgang, guck mal, wie weit ich komme. Und dann versuchen wir das zu toppen und selber zu schlagen. Und dann geht es irgendwo weiter da hinten in die Blöcke. Da finden wir bestimmt noch ein paar andere Challenges. Alter. Also wir waren gerade bis zu dem Baum ungefähr, der dort ist. Hab da vorne angefangen und versucht das jetzt zu toppen. Ihr habt es ja aber auch gesehen. Ich hatte dann auf einmal so einen Drall und dann habe ich gesehen, ich hätte noch weiterfahren können, aber dann habe ich gesehen, ich komme immer näher zu dem Bordstein. Und dann habe ich gedacht, ich springe jetzt lieber rum, bevor ich jetzt hier einraste. Mal gucken, wenn wir in der Mitte bleiben, dann können wir auf jeden Fall noch ein Stück weiter schaffen. Wäre gut. Nein! Der war zwar weiter und ich habe gewusst, oder ich habe gesehen, dass ich an dem Baum vorbei bin. Ich habe aber gedacht, komm, wir reizen das jetzt noch aus und genau dann bin ich wieder abgedriftet. Heißt, zählt nicht, war nicht ausgefahren, müssen wir nochmal machen. Nein! Wow! Ja, wir haben rechts. Stopp. Ist ja hier bei uns in der Gegend definitiv kein Barcelona, aber sind gerade in Zwickau. Wer das Video oder wer es hier ein bisschen auskennt, hat es wahrscheinlich schon gesehen. Das ist das Beste, was man hier könnte bei uns in der Gegend. Aber macht eigentlich Bock. Ich würde den nochmal machen und dann im Faggy basteln, Faggy weiterfahren und dann rumziehen. Habt es gerade gesehen, es ist wieder relativ eng. Muss auf seiner Spur bleiben. Aber das probieren wir jetzt. Okay. Hat noch einer Silvester gefeiert da hinten. Zuschauer. Boah, Alter. Alter, was? Gibt's doch nicht. Ah, ihr merkt, ich habe es am Anfang gesagt, aber muss echt erst mal reinkommen. Es ist nicht so einfach. Was? Waren zwar viele Correction Hops, aber ich nehme das jetzt mal so hin, weil es war extrem eng zur Säule und wir haben es trotzdem noch gerettet. Hier haben wir jetzt ein bisschen mehr Platz. Nächster Chip. Ich komme von dort an. 180 drauf auf die kleine Plattform. Fahren wir Faggy bis hier vor. Machen dann im Faggy den Barspin hier runter. Und dann hier raus. Sprich dasselbe, aber einfach nur mit ein bisschen mehr Fläche, wo wir schlenkern können. Jetzt muss man es halt sehen, ne, wann es kommt. Ich stelle mir jetzt mein anderes Bike irgendwo hierher, dass ich weiß, wenn ich das sehe, muss ich dann so fahren. Yo. Hat übelst gut funktioniert. Da hat man so
sieht das im Auge kommen und dann weiß man visuell, jetzt muss man. Ja, cool. Habe ich ja am Anfang gesagt, ich wollte das Downhill-Bike noch umrüsten auf Freecoaster. Wir gucken mal, wir haben ja jetzt schon ziemlich viel gemacht. Es kann auch sein, wir gehen einfach ein paar Urban Spots fahren, ein paar Treppen, ein paar Gaps und lassen das mit dem Freecoaster auf dem Downhill-Bike weg und machen es in einem anderen Video. Weiß ich jetzt noch nicht. Wir schlagen in die Linse, sehen uns gleich wieder und machen noch irgendwo was mit dem Downhill. Ab geht's. Leider nicht das Einfachste, um die Jahreszeit in Deutschland Videos zu filmen. Wir hatten einen Tag oder zwei Tage relativ schönes Wetter, wo wir dann die Freecoaster-Episode gefilmt haben. Ist jetzt der Tag drauf. Kompletter Sturm in ganz Deutschland. Ihr habt es ja wahrscheinlich jetzt mitbekommen. Ich meine, das Video kommt jetzt ein paar Tage später, aber 50, 60, 70 km/h Böen, keine Ahnung wie viel, aber krank. Jetzt hat es geregnet wie Sau. Downhill-Bike stand schon bereit, vorn kleine Schleicherplatten hätten wir noch repariert, aber es macht leider keinen Sinn, draußen zu fahren, Treppen zu springen und so weiter. Deswegen haben wir beschlossen, das Freecoaster-Video lassen wir so stehen. Wir haben noch eine Line gemacht, die wir nur mit dem Handy gefilmt haben. Die ist mittlerweile schon auf Instagram gelandet, aber die schneide ich euch nochmal mit rein. Und ja, ansonsten Fazit, hat mega Bock gemacht. Ihr habt es natürlich gesehen, es bedarf Übung. Und wenn man das nicht jeden Tag macht, coastern, dann muss man auch erstmal wieder reinkommen. Hat aber mega Bock gemacht. War nicht das letzte Mal, wo wir das machen. Stehen jetzt schon hinten in der Werkstatt, bereiten das nächste Video vor. Das beginnt hier in der Werkstatt. Wir haben was aufzubauen. Mega geil, habe ich richtig, richtig Bock drauf. Und auf das Video könnt ihr euch dann nächste Woche freuen. Ein was haben wir aber noch. Auf dem blauen The Bruce habe ich ja diesen Kanu Frame Guard, wo wir hier oben was haben. Ja, hier am Sattelrohr, an der Kettenstrebe als Schutz, falls, gut, meine Kette ist so straff, da schlackert nichts drauf, aber kann man auch schön als Chain Slap Schutz benutzen. Und wir haben eine Aktion. Ja, heute und morgen, also Sonntag und Montag, könnt ihr den Kanu Frame Guard, ich packe den mal aus, da ist auch noch mehr drin für das gesamte Bike. Ich habe zum Beispiel hier unten jetzt nichts drauf. Ihr könnt den Frameguard versandkostenfrei bestellen mit dem Code CAMO, C-A-M-O, könnt ihr beim Checkout eingeben, bekommt ihr den Frameguard ja, mit kostenlosem Versand heute und morgen. Wer Bock hat, sein Bike etwas in Camo-Optik zu pimpen, so kam das Ganze mal zustande, dass ihr ja, euch am Bike so ein bisschen eine Camo-Optik herstellen könnt. Wer Bock drauf hat, Versand wäre, ich glaube, 3,90 für das. Erlassen wir euch mit dem Code CAMO und ja, das war's vom Video. Sieht auf jeden Fall ziemlich geil aus. Ich habe die alten Sticker auch hier unten gerade noch abgemacht. Die waren am Anfang vom Video noch dran, aber das ist ja leider nicht mehr ab diesem Jahr. Ja, ansonsten war's das von der Episode. Wir sehen uns im nächsten Video genau hier an der Stelle wieder und bauen was auf. Hoffe, euch hat's gefallen. Haut rein, Leute. Bis zum nächsten Mal. Peace.